Ich habe es ja im Schaufenster von der Erpressung von Steuerhinterziehern durch einen bösen Buben, der die Daten von dem Datendieb geliefert bekommt oder ihn dazu zwingt, sie ihm zu liefern. Das ist ein Thema, da wundert es mich ja nicht, dass die Mafia noch nicht drauf gekommen ist. Ich habe hier so Zahlen gefunden im Jahr 2012. Also heute ist es natürlich mehr, oder, na nicht vorbei, aber die Schwarzgeldbestände in der Schweiz, die sind auf dem Rückzug, weil das ist viel zu riskant. Aber es gibt ja noch andere Steuerparadiese und es gibt ja nicht nur die Deutschen. Und allein bei den Deutschen hat man geschätzt, noch 2012, dass es 60 Milliarden Euro sind, die da immer noch liegen. Davon 20% oder so. Ist doch nicht schlecht. Komisch, dass sie da nicht drauf gekommen sind.